Ah, okay. Hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. My goodness. Ich will jetzt wieder mal einen Kaffee. Ist weg. Oh! Warum ist das so rot da, ey, Mann? Ey, draus sieht die wieder auf. Es ist weg. Ich krieg einen Herzstillstand oder so ein Scheiß. Digga. Ach so, jetzt sind diese paranormalen Aktivitäten. Hatten wir schon in der letzten Folge. Digga. Oh, jetzt haben wir gar keine mehr Scheiße. Ich glaube, du kannst nur mit dieser Lampe rechts. Da, rechts. Wo? Noch rechts da. Hä, wo? Da? Wo? Ja. Hier ist wieder so ein Rollstuhl. Lol. Richtig. Lach. So. Was ist das denn hier? Hä? Ja, super, jetzt kann ich auch nicht. Ich spiele gerade ein Horrorspiel. Es ist leer, stand da. Und hier? Das sieht alles so gleich aus. Alter. Where are you? Der ist bestimmt bei McDonald's und kontrolliert das hier alles und hat einen Big Mac oder so einen Scheiß. Hä? Hä? Ist ein Bad, oder? Ja, sieht so aus, ne? Hier kann ich nicht durch. Hier kann ich auch nicht durch. Hier kann ich durch. Licht. Aber nicht für mich. Was soll das denn? Hallo? Ist das so ein Krankenzimmer, so ein ehemaliges? Alter. So, hier waren wir schon mal. Wo sollen wir jetzt, was sollen wir jetzt machen? Hä? Von hier sind wir doch gekommen, oder? Ja. Warte mal, die Geister können dich nicht verletzen, oder? Ne, machen sie auch nicht. Wo kam dann dieses rote Zeug eben? Welches rote Zeug? Ach so, keine Ahnung, so als Erschrecken. Ding. Was ist das denn? Okay, es sind Menschen. Aha, nicht mehr. Ach. Ups. Ach Gottchen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was sollen wir jetzt machen? Hier waren wir doch schon mal. Medikamente, dieses komische Ding. Alter. Hä, hey, sind wir wieder hier? Arbeitslosenzahl sinkt um 111.000. Das interessiert mich ja brennend. Alter! Auf 3,93. Mach mal Plio an, der hilft uns bestimmt. Oh mein Gott, what was that? Okay. Da war nichts. Irgendwas hat sich jetzt geöffnet. Warum kann sie sich einfach den Stock da rausnehmen? Ich frage mich. Alter Verwalter. Hier auch nicht, ne? Ja, hier unten ist nichts mehr. Aber es hat sich was. Vielleicht ist jetzt oben eine Tür offen. Ne, Pleo? So, wo sind wir denn jetzt hier? Bei 6 Minuten erst. Nee, yeah. Ja, komm mal zum Onkel Emre. Warum sind die hier? Hä? Das sind ja mal alles wen? Hä? Ich bin gerade da unten gegangen, jetzt gehe ich wieder hoch, jetzt hier was ganz Neues. Heilige Mutter Maria. Wie sagst du, das wird immer random generiert? Ja, eben. Aber ich habe keinen Leuchtstab mehr, scheiße. Ach nee, sind verschiedene. Waren wir hier schon mal? Ja. Boah, da kommt ja nichts.
Boah, Gott, ey. Na, da war was mit benutzt. Nee, man hat auch keinen Bock mehr, ey. Alter. Ach, hier waren wir doch schon mal. Ach so, hier sind wir jetzt. So. Meine Toiletten wieder. Digga, ich bin voll orientierungslos. Hier, das kenne ich doch irgendwoher. Warum gehen die Türen immer wieder zu, wo ich war? Was ist das hier? Oha. Need the key. Ja, wie sieht der Key aus? Caddy? Ist wieder ein Caddy? Was meinst du? Ah, jetzt musst du dahin. Erstmal musst du das Schloss finden und dann die Schlüssel. Den Schlüssel hast du schon gefunden. Den hab ich doch noch nicht. Doch, das war doch dieser Raum da unten. Ganz unten. Den hab ich aber nicht gefunden. Ich kann das ja nicht aufmachen. Warum jetzt musst du dahin? Ganz unten. Ach so, so meinst du das? Ja, jetzt gehen wir weg. Ja, aber sie brauchen ja den Key dafür. Ja, da unten ist der Key. Hey, ist er da? Ja. Bist du dir sicher? Aber das ist immer ein anderes unten irgendwie. Ah ne, hier. Lol. Das ist ja wohl offen. Warte mal, das ist auf einmal aufgegangen. Hey, warum denn her? Gehst du dazu? Weil hier ist was. Ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mich so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort... Ach du Schiss. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter hat sich dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Okay. Sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und nicht in meinem Heizungskeller rumtreiben. So, George. Ich hab keine Ahnung. Die Tür hat sich wieder verschlossen. Nee, die war schon zu. Ah, hier ist sowas. Der Patient ist körperlich gesund, sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehend. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen, er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Sein Schrei verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen Monotongesängen bis hin zu fieberhaften schrillen Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Gehen wir nochmal die andere. Was ist denn? Ja, schön. Kann er nichts rausnehmen. Ach so, okay. Super. Ja, stimmt, ich wollte mal jetzt hier lang. Oh Gott, nicht schon wieder. Na, weg. Gut. Okay, gehen wir mal wieder nach oben. Gucken, ob da was aufgegangen ist. Warte mal ganz kurz. Lass dich das Ding da. Was ist denn los mit dir? Also irgendwie muss ich hier. Nee, ich bin. Was ist das denn? Was denn? Ja? Also das geht doch noch 10 Minuten. Scheiße, wo soll ich jetzt lang? Halt die Klappe! Rat, du musst dich konzentrieren. Weiß ich nicht, ich bin für mich vom Klo angezogen. Hä? Alter. Was ist das wie ein Schluss? Ich brauche einen Schlüssel dafür, aber ich habe ja keinen. Das geht ja noch nicht. Where's the key? Wo ist der Schlüssel? Was machst du da? Ich hab keinen verkackten Leuchtstab mehr. Was bringt euch diese Signalfackel? Ja. Nur deine Arme an. Lol. Was passiert? Der Patient hat berichtet, er würde bei Nacht schemenhafte Gestalten in seinem Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellung mit Nachtsicht zu behandeln und gewalttätiges Verhalten wie bei Patientin 15 beobachten zu vermeiden. Bla bla bla. Der Patient bleibt in seinem Zimmer unter
leichter aussieht. Was bringt mir jetzt nochmal diese Signalfackel? Ich gehe mal ganz nach oben, vielleicht bin ich da nicht Schlüssel. Ach du Scheiße. Hier komme ich nicht rein. Hast du gehört? Nee. So. Machst du mal Pio bitte aus? Ja, du kannst ihn trotzdem ausmachen. Nee, ich mach jetzt eine längere. Oh, läuft? Ja. Mhm. So, jetzt geh ich einfach mal nach oben. So. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ja, da ist ja nichts. Ach du Scheiße. Okay, ich gehe jetzt ganz langsam alles durch. Oder schläft die wieder? Ja, die alte Schlafnase. Mhm. Hier ist nix. Was ist jetzt schon wieder los? So, warte mal, ich gehe jetzt hier ganz langsam durch und guck mir einfach mal alles an. Ey, da hast du da so ein. Hast du schon mal da hingeguckt? Das flackert wieder. Wohin? Da unten, da steht Bedrohung und da unten noch irgendwas. Wo? Daneben. So, Relikte. Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn der Schlüssel? Hat das Spiel auf ein Ende? Ja, bestimmt so. War ich hier schon mal? Oh, sieht nicht so. Wo ist der Schlüssel, Mann? Oh mein Gott. Wo ist das? Und so. Was steht da? Ey. Mann, Theo kriegt Angst. Ja, dann mach ihn aus. Ey. Jetzt guckt er nicht so blöd an. Ja, lach mal nicht, du hättest es auch nicht besser gemacht. Ich bin schon genug in Stress. Ja? Ja. Was ist das denn da vorne? I know you're there. So, und den Schlüssel habe ich immer noch nicht, ne? Shit. Where's the fucking. Bäh. Wo kann der jetzt sein? Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nichts gucken. Was ist das hier? Okay, ganz ruhig sein und suchen. Nach dem Key. Es ist leer. Das Siegel ist hier. Pflegerin Forster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William stundenlang während seiner Schichten verschwindet und wenn er wieder auftaucht. Oh Gott, wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragte, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farisch und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Oh. Ah, hier sind hier die Toiletten. Guck mal, deine Bedrohung. Da stand Siegel gefunden. Hinter dir, vor dir, einer, I don't know it. Ich glaube über mir. So, die Bedrohung wird immer größer. Ach, dann soll sie doch, die kann mich mal. Ey, machst du uns nicht so lange auf den Kampf? Nee. Digga, was ist mit dir los hier? Ja, dann macht er immer. Need key. Aber wo ist dieser Key? Und wie sieht der Key denn jetzt aus? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, shh. Alter, ich würde sagen, wir beenden einfach mal die Folge. Ja, würde ich auch sagen. Das wird zu lange. Dann ciao.